denken, dass es notwendig ist, dass es noch mehr Gemeinden gibt, dass noch mehr neue Gemeinden entstehen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es Gottes Absicht ist, mit dieser Welt so vielen Menschen wie möglich in seine Familie hineinzuholen. Also ich halte Gemeindegründung in unserer Zeit deshalb für wichtig, weil es so viele komische und schiefe Bilder von dem gibt, was Christen sind, wie Christen sich verhalten. Ich denke, dass von Anfang an die Gemeinde auch viele Ausländer erreicht hat und vor allem russlanddeutsche Asylbewerber. Und die Hürde war natürlich da, dass viele Vorbehalte gegen Ausländer haben, hier vor allem in der Sächsischen Schweiz. Zu DDR-Zeiten war es schick, Atheist zu sein, war es schick, an die Wissenschaft zu glauben. Und keiner hat sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Und das ist einfach so schade. Die Menschen wissen überhaupt nichts von Gott. Also man kann keinen Menschen zwingen, Christ zu werden, ist mir bewusst. Und wir können nur unseren Glauben leben, authentisch leben, dass wir in Verbindung mit Jesus sind und dass Jesus uns immer noch wichtig ist und auch in dieser postmodernen Zeit. Wir haben, als wir nach Brandis gezogen sind, den Sportverein gegründet, weil wir ursprünglich ein Fitnessstudio aufbauen wollten. Und da sind dann die Türen dann zugegangen, als wir nach Brandis gekommen sind. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir erstmal einen Sportverein. Und dann haben wir auch Gemeindearbeit angefangen. Und die ist uns dann immer wichtiger geworden, die Gemeindearbeit, aber Sportverein trotzdem noch. Die Tatsache, dass nicht nur freie evangelische Gemeinden neu gegründet werden, sondern auch andere Projekte in unserer Stadt mit Neugründungen vorangegangen sind, zeigt mir, dass Kirche oder dass Christen in einer Gemeinschaft zusammenleben kein Auslaufmodell ist. Menschen suchen verbindliche Beziehungen, tragfähige Gemeinschaft, wo Leute füreinander einstehen. Wir haben uns dann für neue Wege entschieden und sind dann auf einen anderen Kreis in Brandis gestoßen, der auch schon versucht hat, Gemeinde zu gründen. Und aus diesen zwei verschiedenen Kreisen hat sich dann so ein Kreis gebildet mit drei Ehepaaren. Die Gemeinde ist ja ursprünglich von drei Familien gegründet worden und die drei Familien sind hier in dieses Haus eingezogen. Und zwei Frauen von den Familien, also meine Frau und die Daniela, die haben schon immer den Traum gehabt, ein eigenes Café zu eröffnen. Es soll halt ein Ort sein, eigentlich, wo die Leute sich auch wohlfühlen hier an diesem Ort. Und ein Ort sein, wo vielleicht dieser erste Gedanke, dass wir Christen sind, diese Hemmschwelle auch wieder relativ niedrig wird. Menschen, die einfach Sachen erlebt haben, zum Beispiel Freunde von uns, die Sachen erlebt haben, wo sie Bewahrung erfahren haben, wo wir gesagt haben, guck mal, da ist doch jemand, der, das ist nicht normal, was euch da passiert ist, da ist jemand, der hält seine Hand über euch und die dann einfach zum Nachdenken gekommen sind. Die Gemeinde, die war damals, als wir damals auf der Suche waren nach einer Gemeinde, da hatten wir überlegt, wie die Gemeinde aussehen sollte. Und für uns war es halt wichtig, dass sie familienfreundlich ist, dass sie Kinder gerne hat. Ich habe mich früher dafür überhaupt nicht interessiert, überhaupt nicht. Auch für die Bibel nicht, für Gottesdienste nicht, überhaupt nicht, kein bisschen. Ich habe auch länger gebraucht, wie meine Frau an das zu glauben. So ist das, es ist immer jeden Tag oder immer was Neues, was man entdeckt, was man sieht. Man lebt ruhiger, man sieht vieles mit ganz anderen Augen. Das erleben wir ganz oft, dass Gäste kommen und interessiert sind am Glauben. Und die Frage ist, wie begegnen wir ihnen? Enttäuschen wir sie? Aber eine Gemeinde zu gründen, in der man attraktiv sehen kann, was das heißt, an Gott zu glauben, und zwar nicht an eine Idee zu glauben, sondern an einen lebendigen Gott, den wir erfahren können, zu dem wir beten, so wie wir mit Menschen reden, die uns gegenüber sitzen. Und zum einen war für uns eine Frage, wie können wir in Ostdeutschland Gemeinde gründen? Und wir haben gesagt, wir können das nicht mit Hauptamtlichen primär tun. Wir können nicht in jeden Ort einen Pastor stellen. Das ist auch überhaupt nicht finanzierbar. Und es sollte auch sowieso viel mehr über ehrenamtliches Engagement laufen. Also haben wir gesagt, wir brauchen kleine Gruppen, die von Ehrenamtlichen geleitet werden können, die bis vielleicht maximal 50, 60 Leute gehen. Uns liegt
ein Schwerpunkt ganz klar auf der Gemeinschaft. Nach dem Gottesdienst, dass wir auch gemeinsam an Tischen sitzen, über die Predigt reden, uns austauschen können. Und genau das sehen wir auch als die Stärke des Netzwerkgottesdienstes, in einer kleineren oder mittelgroßen, überschaubaren Gruppe zusammen Gemeinschaft aktiv leben zu können. Na, ich denke, dass das wirkliche Lebensglück eigentlich nur aus der Beziehung zu Jesus Christus erwächst. Also du kannst gar nicht anders glücklich sein. Du kannst dir tolle Autos kaufen oder materielle Dinge oder sonst was alles. Das wissen wir alle, dass das nicht glücklich macht. Aber was macht eigentlich glücklich? Es macht eigentlich wirklich nur die Beziehung zu Jesus. Jesus hat ja diesen Beispiel gebracht mit dem Schaf, das verloren geht. Und er lässt die 99 alleine und geht dem einen nach. Und ich denke, dass wir da mehr diese Chance ergreifen sollten und diesem einen Schaf, das verloren zu sein scheint, nachgehen.